Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst beigelegt. Die etwa 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen bekommen insgesamt durchschnittlich 7,5% mehr Geld. Der Tarifvertrag sieht 3 Gehaltssteigerungen vor und hat eine Laufzeit von 30 Monaten. Großrazzia gegen organisierte Kriminalität. Mit bundesweiten Hausdurchsuchungen ist die Polizei gegen Zwangsprostitution vorgegangen. Mehr als 100 Menschen wurden dabei nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen. 7 Haftbefehle wurden vollstreckt. US-Regierung bestätigt direkte Gespräche mit Nordkorea. Präsident Trump sagte, es werde auf extrem hoher Ebene über das geplante Gipfeltreffen zwischen ihm und Kim Jong-un verhandelt. Dieses könnte Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden. Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien. Das Expertenteam der Organisation für das Verbot chemischer Waffen wartet offenbar weiter auf Zugang nach Duma. Bislang ist nach UN-Angaben nur ein Vorkommando in der Stadt eingetroffen, das die Sicherheit vor Ort einschätzt. Barbara Bush ist tot. Die ehemalige First Lady der USA starb im Alter von 92 Jahren im Kreise ihrer Familie. Die Ehefrau von George Bush und Mutter von George W. Bush engagierte sich in zahlreichen sozialen Projekten. Das Wetter. Heute meistens sonnig, nur im Süden ein paar Schleierwolken und im Norden teils dichtere Wolkenfelder. Höchstwerte 13 bis 27 Grad.